König. Bube. Dame. Gast. Der Stephen King Reread Podcast. User in your channel started recording. 3, 2, 1, Start. Hallo und herzlich willkommen zur Vorweihnachtsfolge des König, Bube, Dame, Gast. Wir haben uns im winterlichen wieder zusammengesetzt und wollen mit euch über ein weiteres Buch reden, diesmal wieder ein Roman, nämlich den Nachfolger von Der Talisman, Das Schwarze Haus. Und dazu habe ich nicht nur wie immer den wundervollen Jonas bei mir, hallo Jonas. Hallo Dela. Sondern auch den großartigen Flo, hallo Flo. Guten Abend. Und Kiki, hallo Kiki, schön, dass du wieder da bist. Hallo, ich freue mich auch. Ja, Kiki, dich hatten wir ja schon bei einigen Folgen mittlerweile dabei. Dich kennen die Leute inzwischen schon. Hast du irgendwelche neuen Projekte oder irgendwelchen Quatsch, den du bewerben möchtest oder irgendwelche Dinge? Nö, momentan nicht. Okay. Gut, ja, wie gesagt, wir wollen heute über das Schwarze Haus reden. Das Schwarze Haus ist der Nachfolger zu Der Talisman. Und Flo, du gibst uns doch bestimmt die zeitliche Einordnung, oder? Ja, wir befinden uns jetzt kurz nach Kings Unfall. Das merkt man auch in diesem Roman wieder ein bisschen und in den nächsten wohl auch. Also Anfang 2001. In Deutschland ist das Buch 2002 in den Handel gekommen. Und es ist wieder eine Zusammenarbeit zwischen King und Peter Straub, wie auch schon bei Der Talisman. Ja, viel mehr gibt es eigentlich im Moment nicht dazu zu erzählen. Also auf das meiste gehen wir gleich ein, auch auf die Erzählstruktur, die hier wieder ein bisschen außergewöhnlich ist. Und ich würde sagen, reden wir gar nicht lange um den heißen Brei. Das ganze Buch ist heißer Brei. Ja, lassen wir uns von Jonas mal erinnern, worum es geht. Ja, die Geschichte spielt in French Landing, etwa 20 Jahre nach den Ereignissen aus Der Talisman. Jack, den wir ja schon kennen, hat Karriere bei der Mordkommission in L.A. gemacht, dachte sich dann aber etwa mit 30 so, ich mache jetzt einen auf Vorruhestand und hat sich in French Landing niedergelassen. Jetzt allerdings treibt ein Serienmörder, genannt Fisherman, in French Landing sein Unwesen. Der hat schon mehrere Kinder verstümmelt, ermordet und teilweise gegessen. Ja, eigentlich führt der Fisherman, eigentlich entführt der Fisherman Kinder im Auftrag des Scharlachroten Königs. Die sollen nämlich Brecher werden und mit denen, die dafür untauglich sind, kann er tun, was immer ihm beliebt. Und das macht er dann auch. Ja, bei dem Fisherman handelt es sich um den 85-jährigen Einwohner eines örtlichen Seniorenheims. Ihm gehört auch das namensgebende Schwarze Haus, das ja in der Nähe von French Landing ist und das ja unter anderem einen Übergang in andere Welten darstellt. Jack macht mithilfe des Polizeichefs, eines blinden Radiomoderators und einer fünfköpfigen Motorradgang Jagd auf den Mörder. Dabei fallen ihm dann nach und nach die Abenteuer in den Territorien wieder ein und er bekommt auch von dort Hilfe. Es gelingt ihnen dann schließlich Tyler, das letzte Opfer des Fishermans, aus dem Haus zu holen, nachdem der seinen Peiniger getötet hat. Und bei einer Pressekonferenz zu den ganzen Ereignissen schießt die Ehefrau eines früher von Jack verhafteten Verbrechers auf Jack. Der ist dann sehr schwer verwundet und kann auf Dauer nur in den Territorien überleben. Und im Groben und Ganzen war es das schon. Ja, ihr seht also ein unglaublich gehaltvolles Buch. Bevor wir uns darüber aufregen, würde ich sagen, machen wir noch einen kurzen Ausflug zurück in den Talisman. Kiki, den hattest du auch gelesen, da warst du mit bei uns dabei, ne? Genau. Kannst du dich noch dunkel erinnern, wie du ihn fandest damals? Ich weiß jetzt nicht, wie ich es insgesamt bewertet habe nach der Punkteskala, aber ich fand es sehr gut und deswegen hatte ich mich erst auch auf die Fortsetzung gefreut, bis ich sie dann angefangen habe zu lesen. Okay. Ich kann mich erinnern, ich fand den Talisman schon furchtbar. Jonas, wie ging's dir? Ich fand den Talisman gut. Und Flo? Ja, ich fand den Talisman auch nicht gut damals. Ich hatte aber tatsächlich von 2002 halbwegs gute Erinnerungen an dieses Buch. Ich habe mich an die Handlung kaum noch erinnert, aber eben auch an diese Erzählstruktur, die ja so ein bisschen außergewöhnlich ist. Und
dachte, oh ja, das war eine coole Idee. Mhm. Ja, nee, mittlerweile denke ich das nicht mehr. Naja, also bei mir war es halt ähnlich. Ich fand den Talisman absolut gruselig und scheiße und schlecht. Aber ich hatte dann eigentlich die Erinnerung, dass der zweite Teil ein bisschen besser war. Ich weiß, dass ich den auch nicht gut fand, aber er war ein bisschen besser. Und tatsächlich muss ich sagen, der Einschätzung muss ich mich auch weiterhin anschließen. Was du aber gerade angesprochen hast, Flo, dieser Stil, der ist so unglaublich nervig. Diese ganze pseudo-vertrauliche Art und dieses, wir sind ein körperloser Geist und schweben über die Dinge, das geht mir so unglaublich auf den Kranz. Also das war wirklich schlimm. Das fand ich eigentlich ziemlich cool. Nee, das hat mich auch übelst irritiert. Also dann hat es, und zwischendurch hast du dann mal wieder so ein bisschen Immersion in einer Szene gehabt und dann kommt wieder, und jetzt fliegen wir unter der Tür durch. Und ich hab meinen Kindle angeschrien, das arme Ding hat das gar nicht so verdient. Ich hatte das tatsächlich auch als lustig in Erinnerung, dass das so eine schöne Art war, diese Stadt kennenzulernen. Aber jetzt beim nochmal lesen war das, nee. Ich sag mal so, im Intro hat das für mich auch tatsächlich noch funktioniert, als wir die Stadt noch nicht kennen. Aber dass das dann durch das ganze Buch weiter durchgezogen wird, das fand ich das Schlimme daran. Ja. Wäre das nur das Intro gewesen, dann hätte das, glaube ich, funktioniert. Ja, weiß ich, beim Intro hat es mich noch genervt. Und ich habe mich dann nach und nach dran gewöhnt und fand es eigentlich eine coole Sache. Nee, beim Intro fand ich es auch noch okay, so als Guided Tour. Mhm, genau. So, wär's damit dann zu Ende gewesen, okay, hätte ich auch gesagt, aber dann die ganze Zeit immer wieder so plump angequatscht zu werden, nee. Ja, vor allem, weil dich das Buch halt die ganze Zeit ankumpelt. Das ist eigentlich das Schlimme. Und was mir auch noch aufgefallen ist in dem Kontext, hier ist das Sprachgefühl vor allem auch absolut katastrophal. Ich gebe euch nur mal ein Beispiel, einen Satz. Damit kommt er aber nur langsam voran, denn der Turm wird nämlich von sich kreuzenden Balken abgestützt. Wie kann man denn solche Sätze schreiben? Also, wobei das jetzt eventuell der Übersetzenden anzulasten ist, weil das ging eigentlich im Original. Okay. Auf jeden Fall, das ist mir massiv aufgefallen, dass mich das unglaublich genervt hat. Aber ich muss sagen, mit der eigentlichen Handlung habe ich hier tatsächlich mehr Spaß gehabt als mit dem Talisman. Wie ging es euch denn mit der Handlung? Also jetzt mit dem Wissen von dem, was er jetzt schreibt, so seit einigen Jahren, würde ich sagen, wir haben da ein frühes Beispiel, weil King hat ja sonst selten so Krimi-Thriller-Handlungen reingebracht. Gut, wir hatten mal so Misery oder sowas, aber es war immer was anderes. Und hier ist es jetzt vielleicht ist es auch Straub, kann ja auch sein. Mhm. Aber hier ist es das erste Mal, dass wir so eine Krimi-Handlung noch mit drin haben. Das fand ich grundsätzlich erstmal interessant, wenn auch ein bisschen befremdlich, weil gerade wenn man noch den Talisman in Erinnerung hat, diese Fantasy-Welt, wirkt das schon so ein bisschen, es passt nicht so ganz übereinander. Aber diesen Konflikt zwischen quasi unserer Welt und der Fantasy-Welt, der ging uns, glaube ich, auch im Talisman schon ein bisschen quer. Diese Verschmelzung, glaube ich, die zwischen den zwei Autoren hat nie so richtig gut hingehauen. Ja, wobei ich sagen muss, also so diese Mischung aus Fantasy und harter Realität. Ich nehme als Beispiel immer gern Pans Labyrinth, den Film. Mhm. Da gibt es ja, das ist ja auch eine wunderschöne Fantasy-Handlung, und dann gibt es diese eine Szene, wenn jemand mit einer Flasche zu Tode geprügelt wird. Mhm. Und die reißt einen so raus. Und das finde ich eigentlich ein klasse Stilmittel. Aber das in diesem Buch oder auch im Talisman funktioniert das für mich nicht. Also im Talisman ging es ja noch. Da ging es ja auch mehr um die Beziehung auch so ein bisschen zwischen den Territories und unserer Welt. Mhm. Das fehlt ja hier völlig. Das bisschen, sobald man dann unsere Welt verlässt, ist es eigentlich nur eine ganze Menge Retconning, warum das Ganze dann doch mit dem dunklen Turm zu tun hat. Und alles andere fehlt. Man sieht ein Zelt und erfährt kurz was von Vampirkrankenschwestern und das war's. Ja, das stimmt. Das ist tatsächlich relativ dünn. Was hat euch denn besser gefallen? Hat euch der Fantasy-Teil besser gefallen oder jetzt der in der echten Welt, der Krimi-Teil? Ja gut, da es hier ja nur einen geringen Fantasy-Teil gibt,
nehme ich den halt hin, aber der hatte wenig Substanz, um ihn wirklich schlecht zu finden. Ja, da gebe ich dir recht, deswegen hat der mir auch am besten gefallen. Weil da hat mich zum Beispiel auch dieser Stil nicht so schlimm genervt wie im echten Teil. Und mir hat gefallen, dass es nicht diese Fantasy-Welt aus der Talisman ist, sondern dass wir doch hier wirklich stark in den Turm eintauchen und so ein bisschen Hintergrundinfos da auch bekommen. Wir hatten ja auch so Querverweise zu Atlantis zum Beispiel mit den Brechern. Ja, richtig. Und das hat mir auch eigentlich ganz gut gefallen. Der Krimi-Teil war unausgegoren, würde ich mal sagen. Naja, ganz generell muss ich halt sagen, also ich habe das Buch auf Scooby gelesen, mit meiner Leseeinstellung, so wie ich es hatte, hatte es dort 1060 Seiten. Das sind, glaube ich, im echten Buch weniger. Und von diesen 1060 Seiten hätten es 400 auch getan. Und davon 200 waren gut. Also könnt ihr ungefähr vorstellen, wie ich dieses Buch gekürzt hätte. Ja gut, aber immer, also der Fantasy-Teil, ich muss sagen, der gefällt mir sehr, weil der Fantasy-Teil enthält die einzige wirklich tief befriedigende Szene, die ich in dem Buch gelesen habe. Und von daher ist der halt eine Welt besser. Wollen wir kurz ein bisschen über die Charaktere reden? Ich würde mit Jack anfangen. Yay, Abziehbild Nummer 1. Ja, und das Schöne ist, er ist mir völlig egal. Und er war mir auch im Talisman schon völlig egal. Und er hat genau null Charakterentwicklung seitdem. Es ist großartig. Ich würde sogar sagen, er hat negative Charakterentwicklung. Ja, Polizist ist er geworden. Ja. Damals war er noch, ja, man könnte jetzt eigentlich sagen, oh Gott, was ist aus diesem armen Jungen nur geworden. Aber damals war er halt ein Kind, gut, Dela, wir wissen, wie du zu Coming-of-Age-Geschichten stehst. Selbst das war ja in dem Fall jetzt auch nicht so unbedingt gut damals. Aber das war noch okay. Da konnte man sich noch halbwegs in den Charakter reinversetzen. Mhm. Aber hier ist er sowas von nichtssagend. Also, das könnte ein Stock sein und das wäre genauso interessant. Ja, im Talisman war das ja immerhin noch damit zu entschuldigen. Da war er ja dieser Everyman-Charakter. Also der, dem du dann folgst, der auch nichts schnallt und über den du dann auch alles erklärt kriegst. Und das fällt ja hier natürlich dann selbst, das fällt weg. Also, ja. Wobei ich halt hier sagen muss, der einzige Punkt, wo mir Jack sympathisch war oder wo er mal ein kleines bisschen überhaupt ein Charakterbild bekommen hat, war dann im Zusammenspiel mit Henry, mit seinem Radiomoderator-Kumpel. Das fand ich, diese Beziehung hat zwischen den beiden sehr gut funktioniert für mich. Ja, auf jeden Fall. Wie stehst du denn zu Jack, Jonas? Weil ich kann mich nicht erinnern, wie du ihn damals fandest, aber du bist ja bei Kindern weniger kritisch als ich. Ich weiß auch nicht mehr, wie ich ihn damals fand. Aber jetzt war er, ja, er war halt da, um da zu sein. Aber ja, ein richtiger Charakter nicht. War halt eine Funktion, ein Wiedererkennungsmerkmal auch. Aber ja, er hat halt ja nicht viel zu tun. Oder er hat mich nicht mitgerissen. Geschweige denn, dass ich mich mit ihm identifizieren konnte. Hattest du denn in diesem ganzen Buch irgendjemanden, mit dem du dich identifizieren konntest? Identifizieren? Nee, ich glaube nicht, aber das mache ich auch selten mit in Büchern mit Charakteren. Okay. Ja, ich glaube, dass die Charaktere hier eher Funktionen sind. Ich denke nämlich, dass ich möchte es King sagen, aber ich würde sagen, beide Autoren hier eine Art Quartett aufbauen wollten. Und das ist in meinen Augen vollkommen gnadenlos schief gegangen. Ja, genau. Und das hat sogar im Talisman besser geklappt. Im Talisman hatten wir ja immer noch den Wolfsjungen da und so weiter. Das ging mir auch auf den Keks, aber da hat wenigstens dieses Quartettbilden ein bisschen funktioniert. Ja, genau. Aber was ich sagen muss, an wem ich sehr viel Spaß hatte, war Henry, also dieser Radiomoderator. Der hat mir tatsächlich wahnsinnig gut gefallen und echt wahnsinnig viel Spaß gemacht. Alleine schon durch diese Macke, dass er gerne Leute damit verunsichert, indem er eben, ja, ich habe gesehen, ich habe gelesen und so weiter und er ist halt blind. Und wie verunsichert die Leute auf seine Blindheit reagieren, weil er sich da halt überhaupt nichts drüber scheißt. Das fand ich großartig, den mochte ich. Ja, das war, finde ich, auch der beste Charakter im Buch. Nee, nee.
Also fand ich auch zu sehr überzeichnet. Das, da habe ich auch markiert mit Superman Abziehbild Nummer 2. Ja, da gebe ich dir auch recht. Ja. Und ich fand dann auch seine Persönlichkeiten nicht so toll. Die haben mich auch eher ein bisschen genervt. Also ich bin kein absoluter Fan. Ja, das mit den Persönlichkeiten, aber ich glaube, die sollen nervig sein. Das finde ich unter dem Aspekt wieder bis jetzt ganz gut, weil Kings, in Anführungsstrichen Krüppel, sind ja eigentlich immer, ja gut, die Guten, das ist er hier auch, aber er ist halt nicht uneingeschränkt sympathisch. Aber das ist, glaube ich, gewollt und das finde ich auch ziemlich cool. Er kann halt auch ein arrogantes Arschloch sein, wenn er das möchte. Ja, aber wie gesagt, ich fand ihn jetzt also nicht wirklich überzeugend, muss man sagen. Also ich konnte mich dann auch nicht, ich kam nicht mit. Also, okay. Er war einer der Charaktere, die mich weniger gestört haben, aber wirklich überzeugend fand ich ihn jetzt auch nicht. Mhm. Jonas? Ja, ich finde es eigentlich herausstechend, dass es ausnahmsweise mal nicht Krug 19, Krug Body ist. Ja, das stimmt. Das hatten wir aber bei Duddits zum Beispiel auch schon. Also er hat zurzeit wieder so eine Phase, wo er sich gerne mit Behinderung und so weiter auseinandersetzt. Ich nehme mal an, das kommt auch mit vom Unfall. Die Umsetzung, da haben wir schon schlechter gesehen, haben wir aber besser auch noch nicht gesehen, nein. Bleibt mir bei Abziehbildern. Dale, Flo, gibst du mir recht? Dale ist ein schlechterer Bannerman. Genau das hatte ich auch im Kopf. Dale ist wirklich, wenn man ein paar Kopien von Bannerman macht, so auf einem alten Kopierer, ist eher so das weich gezeichnete, schlechte Abziehbild, was rauskommt. Und vor allem, er ist wirklich zu dumm für alles. Es ist furchtbar. Ja. Ich meine, hat er in der ganzen Ermittlung irgendwas nicht versaut? Nee, aber gut, das ist halt Polizei. Ja. Was ich noch fand, was Potenzial hat, was mich aber auch wieder enttäuscht hat, weil es wieder komplett konsequenzenlos blieb. Bieser und die Biker-Gang. Warum schreiben wir eine intellektuelle Biker-Gang und führen den Witz aber nie zu Ende? Ja, das ist auch was ich mich gefragt habe. Weil sie werden ja als intellektuell beschrieben, aber im großen ganzen Auftreten sind es halt dann doch einfach nur Rüpel. Ja, aber intellektuelle Rüpel. Da habe ich mir übrigens zu notiert, Superman-Abziehbilder Nummer 5 bis 7. Mhm. Und dann mit der Frage, sind 7 eigentlich nicht zu viel? Aber das ist dann, wenn wir gleich zum Plot kommen, den Autoren wohl auch irgendwann aufgefallen. Ja, aber die Idee hatte meiner Meinung nach Potenzial. Die ist halt nur leider vollkommen verpufft, die Idee. Aber das ist die Krankheit dieses gesamten Buches. Ja, Ideen sind eigentlich einige dabei, die jetzt gar nicht so verkehrt sind. Aber die Mischung bringt es einfach überhaupt nicht. Hätten wir jetzt tatsächlich wirklich einen Thriller, gerne mit Übersinnlichem, verschwundene Kinder, um einen Ort, der sich deswegen selbst zerfleischt, um eine Biker-Gang, die sich da reinmischt und so weiter. Das hätte vielleicht funktioniert. Natürlich mit besseren Figuren. Ja. Aber so, ja, ich weiß es nicht. Die Idee ist gut, also ist auch eine der besseren Ideen in diesem Buch. Und ich meine, ich weiß es besser, aber ich hätte tatsächlich gehofft, dass diese Figuren in gut geschrieben irgendwo nochmal auftauchen. Ja. Also ich fand wirklich, es war eine Schippe zu viel. Sie sind harte Biker, sie sind Intellektuelle, sie sind gleichzeitig auch noch hochspezialisierte Brauereifachkräfte. Also das war etwas zu viel des Guten eigentlich. Mm. Ja. Und bleiben wir auch hier wieder dabei, Dinge, die vollkommen ohne Konsequenz bleiben. Wendell, der Reporter, den fand ich eigentlich ziemlich gut geschrieben in seiner ganzen Arschloch-Funktion. Da kann man auch noch mal drüber reden, ob das jetzt allgemeine Medienkritik oder einfach Kings persönliche Abneigung ist. Denn er wächst ja nun sich fast ein bei dem Gedanken an das Geld, das er mit den Fotos der Kinderleiche verdienen kann. Aber auch hier, wir bauen diesen Wendel so ein bisschen als Echtwelt-Mitgegner auf und es kommt einfach genau nichts dabei raus. Das verpufft einfach. Ja, aber als Arschloch war er gut geschrieben. Ich habe ihn von Anfang an gehasst, das passt schon. Ja, aber zum Beispiel die Tatsache, dass sie Jack da nichts angehängt haben. Ich meine, Jack wird erschossen, muss dann mit in die Lande. Aber es wäre doch viel besser gewesen, hätte man jetzt ihm über Wendel irgendwas angehängt zum Beispiel. Dann wäre das
zumindest sinnvoll gewesen, dass wir diesen Charakter überhaupt haben. Aber auch hier wieder, der ist komplett sinnlos eigentlich. Der verpufft komplett. Ja, das stimmt. Ja, ja. Ist da, ist ein Gegenspieler, aber er hat ja keinen Erfolg, aber das war's dann auch. Na, nicht mal keinen Erfolg, aber er versucht ja nicht mal wirklich viel. Ich meine, ja, als er die beiden da im Schrank belauscht und so weiter, klar, das müssen wir dann halt wieder, weil wir ja wieder in die blöden Lande switchen müssen und das muss er mitkriegen. Aber er gibt ja mitten auf halbem Weg auf. Ich bin jetzt so überlegen, ob er vielleicht wirklich als so eine Art dummer August gedacht ist, der halt ständig eins reinbekommt. Und das ja auch wörtlich. Es passt dann eigentlich nicht, dass er auch gute, oder in Anführungsstrichen gute Ideen hat, wie er da an seine Story kommt. Aber ja, quasi so eine Art Running Gag, dass er halt ständig eine aufs Maul bekommt. Ja, okay. Mehr unter dem Aspekt vielleicht. Nicht gut durchgeführt, aber vielleicht halt da. Ja, das sehe ich ein. Das kann ich akzeptieren. Ja, wollen wir über den Inhalt reden? Da werde ich sehr viel Hilfe brauchen, weil ich zwei Drittel des Buches schon wieder vergessen habe. Ich fand den ganzen Anfang relativ gruselig, also schlecht. Wie gesagt, das Intro hätte ich noch akzeptieren können, wenn es in diesem Stil geblieben wäre. Und nur das. Aber es zerrt es sich halt unendlich. Das Buch hat ein bisschen für mich an Qualität gewonnen, ab dem Moment, wo Tyler weg war. Aber es plätschert und plätschert und plätschert und nichts passiert in dem ganzen Buch. Wie steht ihr zum Inhalt? Habt ihr da irgendwas, was ihr toll fandet? Also im Anfang jetzt nicht so viel. Also wie gesagt, es ist, wie du ja auch schon sagtest, man hätte das Buch wirklich gut auf so mindestens die Hälfte zusammenstreichen können. Und gerade der Anfang ist also wirklich, es passiert halt wirklich nichts. Ja, bei King passiert ja öfter nichts, aber das ist dann wenigstens manchmal interessantes Nichts. Hier ist es ja wirklich... Ich mag es normal, wenn er so seine Kleinstädte vorstellt. Weil da kann man sich doch oft gut reinversetzen und man nimmt irgendwie ein bisschen zwischenmenschliches, ein bisschen Drama mit raus. Aber hier ist das langweilig, langgezogen und wirklich nur Abziehbilder von Figuren, die wir schon besser hatten. Und ja, also gerade hast ja vorhin schon gesagt, gerade diesen Anfang hätte man ganz stark kürzen können. Und es wäre nichts verloren gegangen. Was mich übrigens noch zu meinem allergrößten Kritikpunkt an diesem Buch bringt, was wirklich das, was ich eigentlich so das Gemeinste mir gegenüber fand. Ich habe ja auch schon häufiger erwähnt, ich finde King dann ja richtig gut, wenn er so anfängt zu schreiben und man merkt, die Situation ist irgendwie nicht gut, irgendwas stimmt nicht, alles ist schräg und dann hat er für mich auch so die richtigen gruseligen Sachen. Mhm. Aber in diesem Buch, ich weiß nicht, wie es im Deutschen dann hieß, Slippage. Das heißt, er erzählt es nicht und er stellt sich dann direkt daneben hin und zeigt drauf und sagt, hier, Slippage, guck ja, da. Ja, das ist eben genau das Problem, was ich mit diesem Erzähler habe. Und das, ja, das kam jetzt noch, kommt noch dazu, dass er halt, dann wie gesagt, dann immer, sobald es dann halt ein bisschen schräg und unheimlich wird, springt der aus der Kiste, stellt sich daneben, zeigt drauf und hopst drum, da, unheimlich, hast du gesehen? Ja, genau. Ja, das stört unheimlich auch beim Spannungsaufbau. Stichwort Spannungsaufbau, wie hat euch denn der Bösewicht gefallen? Welcher? Ja, da geht's schon wieder weiter. Ich kann die, wie gesagt, alle nicht so richtig auseinanderhalten. Aber als wir die Erinnerungen von Burnside haben und dessen pädophile, päderastische Fantasien, das war tatsächlich echt schmerzhaft, in diese Gedanken mitgenommen zu werden. Das muss ich sagen, also das war die einzige Szene, die in der Hinsicht bei mir funktioniert hat. Aber Manchun zum Beispiel hat für mich überhaupt nicht funktioniert. Also so gar nicht. Also eigentlich müsste ja der Fisherman hier der Hauptgegenspieler sein. Das lassen wir den Schadaron-König mal raus. Mhm. Das ist ja... Und der basiert ja auch tatsächlich auf einem realen Serienmörder.
auf Albert Fish. Mhm. Geboren 1870, hingerichtet oder gestorben auf jeden Fall 1936. Und er hat auch diverse Leute umgebracht und ist verhaftet worden, weil er eine 10-Jährige entführt und ermordet hat und hat der Mutter einen Brief geschrieben. Mhm. Und man weiß nicht genau, wie viel er umgebracht hat. Also man weiß mindestens 16 Leute, es könnten aber auch über 100 sein. Das wäre tatsächlich eine interessante Figur gewesen, wenn man das literarisch hier ein bisschen umgesetzt hätte. Aber stattdessen haben wir diesen alten Mann, der, ja gut, er macht auch aus dieser Figur einfach nichts. Wobei ich das auch wieder eine grandiose Idee fand, da einen alten Mann zu nehmen. Ja. Das, an sich ist das ja voll gut, aber es bleibt halt einfach völlig egal. Nee, weil der alte Mann von Anfang an ja auch nicht da ist. Und das ist ja jetzt nur nicht Albert Fish in der Ecke, das wird dann ja noch später klar. Es geht ja bis Fritz Hamann zurück. Das heißt, dass das dann wohl alles halt keine, eigentlich selber nicht die Massenmörder waren, sondern halt manchen, der dann halt rüber ist und schon seit wie viel 100 Jahren mit denen als willige Komplizen da sein Unwesen treibt. Klar, da hätte man vielleicht mehr rausholen können, aber ich fand auch gerade Burnside oder Beerstone fand ich eigentlich auch nur langweilig. Mhm. Weil, also nochmal zu Fish, der hat gesagt, dass sein großes Vorbild der deutsche Serienmörder Fritz Hamann war. Genau. Und an der Stelle kurze Empfehlung, den Podcast Face of Death, die haben eine sehr hübsche Folge zu Fritz Hamann gemacht. Und noch ein etwas kranker Fakt zu seiner Hinrichtung. Der erste Versuch, ihn auf den elektrischen Stuhl hinzurichten, ist fehlgeschlagen, weil er sich selbst Nadeln in den Körper gestochen hatte und die haben einen Kurzschluss verursacht. Ja, das war auch ein ganz sympathischer Zeitgenosse. Ein fröhlicher Prankster, hurra. Ja, und er war halt auch so von Hamann fasziniert, dass er wirklich alles von ihm gesammelt hat, was er konnte, inklusive Zeitungsartikel und so. Und insofern finde ich das eigentlich eine hübsche Umsetzung, dass sie dann quasi von Hamann Zeitungsartikel und auch von Albert Fish welche da hatten. Ja, stimmt, das ist auf jeden Fall ein hübscher Bogenschlag. Aber zum Beispiel diesen Bogenschlag über Mundschulen, der hat halt bei mir überhaupt nicht funktioniert. Das hätte ich, glaube ich, schon wieder nicht begriffen, hättest du mir das jetzt nicht gesagt, Kiki. Ich hatte es auch wieder vergessen. Aber es gibt hier den schönsten Satz im ganzen Buch. Das ist die beste Beschreibung eines Kannibalen, die ich jemals gelesen habe. Aber sie werden nicht versprochen, Charles, mein kleines, mampfendes Männchen. Das fand ich großartig. Ein mampfendes Männchen als Beschreibung für einen Kannibalen ist großartig. Ja, schon. Ja. Dann haben wir noch eine absolut dämliche Liebesbeziehung. Kann darüber irgendjemand was sagen? Weil, warum? Meinst du jetzt das Maid Marian-Ding mit Sophie-Julie? Genau. Oder so? Hätte auch nicht müssen. Ich glaube, damit wir wissen, dass Jack dann in den Territorien seine große Liebe hat. Ich glaube halt, damit es ein Happy End gibt. Oh Gott, ist das alles schlecht. Also, ansonsten weiß ich nicht, warum. Ja, vor allem, und das Beste daran ist ja, wenn man jetzt noch den Talisman dazu rechnet, ist das ja großartig, wie viel Ödipus-Komplex in dieser Geschichte steckt dann. Ja, oder vielleicht musste halt doch irgendwie ein Twinner untergebracht werden und dann kam halt das dabei raus. Was ich allerdings tatsächlich hübsch fand, war eben die besagte Palaver-Szene in den Territorien, also als sie dann im Schrank rüber switchen zusammen. Denn ich bin sowieso ein großer Fan der kleinen Schwestern, das generell schon mal. Aber auch hier, Wendell switcht ja mit, obwohl er es nicht will. Aber er kommt zurück und benimmt sich vollkommen normal. Das hat absolut keine Konsequenz. Ja, das ist. Also, je mehr wir drüber reden, umso schlechter finde ich das Buch. Wir wollen es dir ja auch nicht. Erzähl doch mal ein paar schöne Dinge. Was hat dir denn gefallen? Du bist der Einzige, der das Buch mag, also erzähl darüber. Ja, das ist mehr so der Gesamteindruck, den ich beim Lesen hatte, aber kann ich einzelne Dinge sagen? Mir fällt
gerade nicht unbedingt das eine. Doch, Henry. Also Henry finde ich gut, weil dieses bisschen Geheimleben als fünf verschiedene Moderatoren oder so, das hat mir Spaß gemacht. Dann sein audiophiles Gedöns, das war auch nett. Und ich glaube viel mehr. Hast du die Sache mit seiner toten Frau verstanden? Sie ist tot. Was meinst du genau? Naja, also weil er hat ja, und das fand ich tatsächlich eine der besseren Szenen, als Henry und der Mörder im Haus sind. Erstens hat er ja diese Geruchshalluzination von dem Parfüm von seiner Frau. Und wie er da halt so durch dieses Wohnzimmer geht im Dunkeln, also er ist ja eh blind, aber trotzdem auch im Dunkeln, und sich da so langsam durch den Flur tastet und so weiter und sich die ganze Zeit fürchtet, das Gesicht seiner toten Frau zu berühren, das hat für mich schon funktioniert. Ich habe bloß nicht verstanden, warum er Angst hat, dass sie ihn heimsucht. Hätte er jetzt da irgendeinen Schuldkomplex gehabt, den man erklärt hätte, würde das für mich auch nochmal sinnvoller funktionieren. So hat es einfach mich verwirrt. Ich glaube, das kommt halt durch den Geruch, was ja keine Halluzination war, zumindest dann im Haus nicht mehr, sondern da hat der Kerl ja wirklich das Parfüm seiner Frau benutzt. Und dass er dann da merkt, da ist jemand und okay, die, ja, es riecht nach ihr, also muss dies sein. Ja, okay, gut. Kurze Zwischenfrage. Machen wir eigentlich chronologisch oder springen wir wild rum? Da ich überhaupt keine Ahnung von Inhalt dieses Buches habe, springe ich wild rum. Du darfst aber gerne jederzeit reingrätschen. Nee, das war jetzt nur, weil ich da jetzt gerade noch gedanklich bei der Palaver-Szene war. Mhm. Was ja wo meine nächste große Enttäuschung ja in dem Buch kam. Okay. Und das war halt Parkes. Ja. Der war viel zu viel Ganzlinger, viel zu wenig Speedy Parker. Das hatte mich also auch schon dann ein bisschen enttäuscht. Ja, das stimmt. Wobei ich muss sagen, ich habe an diesen Charakter sowieso schon keine zärtlichen Erinnerungen. Von daher hat mich das jetzt nicht unbedingt irritiert, aber ich gebe dir recht, ja. Genau. Wo sind wir dann jetzt? Wo sie endlich die Supermänner dezimieren, damit es zum Ende spannender werden kann? Ja, gehen wir zum ersten Auftreten ins Gelände, also zu diesem schwarzen Haus. Denn das muss ich sagen, diese körperliche Darstellung, die hat mir schon ziemlich gut gefallen. Wie eben diese, ich stelle mir das vor wie eine heftige Migräneattacke in dem Moment. Also wie dieses Haus sein eigenes Schutzschild ist. Das muss ich sagen, das hat mir tatsächlich als Szene relativ viel Spaß gemacht. Das Haus an sich fand ich auch eigentlich ganz gut beschrieben. Auch hier hätte man wieder mehr draus machen können. Mhm. Aber ja, wie du sagst, also das hatte eigentlich ein paar schöne Momente. Hattest du da auch das Haus von Jake im Kopf, als er rüberwechselt? Am Anfang nicht, aber es kam dann so im Laufe der Zeit so ein bisschen immer wieder und wieder. Mhm. Wobei ich auch andere Häuser hatte. Wir hatten doch auch in einem der Dunklen Turmbücher dieses... Das meine ich. Achso, wir haben gerade durcheinander gekommen. Ja, das und das Marstenhaus. Ja. Das hatte ich gemeint, ja. Das hatte ich auch so ein bisschen im Kopf. Ja, doch, das Haus war... Das war okay. Das war hinreichend schräg, das passte, ja. Aber auch hier hat halt leider der Spannungsbogen, das hatte schöne Momente, aber es blieb die ganze Zeit immer so in einzelnen Sequenzen, die schön waren. Aber es hat für mich komplett keinen Spannungsbogen abgegeben, das ganze Buch nicht. Ja gut, das Haus selber war ja jetzt auch nur im Grunde ein Durchgang. Also das ist dem Haus jetzt nicht vorzuwerfen, das arme Ding kann da nichts für. Das ist ja, bezieht seine Hauptsache ja daraus, dass es halt eine Tür zwischen den Welten ist sozusagen. Und ja, aber darüber hat King schon ganze Bücher geschrieben und die waren gut. Ja, aber ich möchte nicht vorgreifen zu unserem nächsten Buch, aber das Grundkonzept ist in der Purik eigentlich dasselbe. Und da hat das erheblich besser gelöst als hier. Ja, wir stürmen das Haus, was ich noch ganz hübsch fand, als Maus dann seine letzte Szene hat, wie dann alles so stinkt nach Verwesung und so weiter. Das fand ich eigentlich auch ganz hübsch. Also das hat mir durchaus auch Spaß gemacht. Aber auch hier wieder, es war nichts Halbes und nichts Ganzes.
Ja, ich fand es halt auch ein bisschen, das heißt jetzt diesen ganzen Komplex mit die einen Biker hauen ab, weil das mit dem Haus zu viel wird, Maus stirbt und dann zusammen mit der Tötung von Henry, fand ich halt an dieser Punkt, was ich ja vorher schon sagte, da ist den Autoren aufgefallen, dass 7 Supermänner doch ein bisschen viel sind und dann die Herde vorher ein bisschen dezimiert haben. Und mehr hatte das für mich irgendwie auch nicht im Spannungsbogen oder so, sondern es müssen jetzt ein paar weg. Ja, und es war mir als Leser auch eigentlich vollkommen egal. Also ich habe keiner dieser Figuren nachgetrauert. Und das ist, gut, das ist etwas, das in Horrorfilmen leider öfter vorkommt, aber ist halt ein schlechtes Zeichen. Ja, auf jeden Fall. Und hat noch einmal dazu geführt, dass ich wieder den Kindle angeschrien habe. Das habe ich auch gehighlightet mit "Ah!" Es war nämlich, als sie dann durch das Haus wieder zurückkommen und dann halt alles geschafft haben und dann noch dieser Satz und erstaunlicherweise ging im Gegensatz zu sonst sowas alles ohne Opfer ab. Ich dann dachte, wollt ihr mich verarschen? Die Opfer habt ihr vorher alle weggestrichen und dann jetzt keins mehr übergehabt. Ja, das war ganz hübsch, fand ich dann tatsächlich auch diesen Effekt mit den Bienen. Als die Verdeutlichung des Weisen und so weiter und so fort. Da schwenke ich gleich mal in die Symbolik ein, denn das ist das Einzige, was ich zur Symbolik sagen kann. Wir hatten ja bei Stark Dark Half schon die Sache mit den Sperlingen. Und Bienen sind auch in einigen asiatischen Kulturen Symbole für entweichende Seelen im Tode. Und Bienenträume sind halt auch schon immer positiv gedeutet gewesen, waren immer ein Zeichen für Glück und Erfolg, wenn man fleißig dafür arbeitet. Und in der Traumdeutung, in der klassischen psychologischen, ist es tatsächlich ein Symbol für Selbstaufopferung. Das würde ja hier auch wieder so ein bisschen passen. Also er wollte wieder unbedingt Symbolik reinbringen, sie ist da, aber es hat keine Substanz. Ja, die Bienen sind ja auch zum Beispiel in dem Candyman-Mythos spielen die da eine wichtige Rolle und da ist es auch hier wieder besser umgesetzt. Also auch hier, er hat sich gute Ideen genommen oder sie haben sich gute Ideen genommen. Man weiß ja halt nicht, auf wen man schieben kann. King hat, glaube ich, mal im Interview gesagt, sie werden nicht erkennen können, wer welchen Teil geschrieben hat und wenn sie raten würden, würden sie falsch liegen. Ich kann es überhaupt nicht einschätzen, wer wie was geschrieben hat und wem ich für welche Sachen die Schuld geben muss. Ja. Witzigerweise habe ich mir aus exakt diesem Grund dann jetzt im Nachgang, ich habe noch nicht viel drin gelesen, aber ein Buch von Peter Straub gekauft aus der Zeit, Lost Boy, Lost Girl, weil ich mal sehen wollte, wie viel davon ich dem zur Last legen kann. Und, was war dann der Schluss, den du daraus gezogen hast? Wie gesagt, ich habe ja erst angefangen zu lesen, okay. Ich kam noch nicht so weit. Wie steht ihr denn, Entschuldigung, Flo? Also Straub, ich würde ihn als etwas ruhigeren, etwas psychologischeren Autor ansehen als King. Wobei ich jetzt hier nicht weiß, gerade dieses Zitat, das ich ja vorhin genannt habe, lässt halt darauf schließen, dass einige der dunklen Turmaspekte eher von Straub kommen als von King. Ich weiß es nicht. Er ist nicht einer meiner Lieblingsautoren, sagen wir so. Ja. Ich schließe mich vollumfänglich an. Ja, ich habe da jetzt erst festgestellt, dass ich von dem gar nichts gelesen habe, wie gesagt. Aber ich bin mal gespannt. Ich guck mal. Wie steht ihr denn zu dem großen Endkampf und Tyler, wie er sich dann schlägt und diese ganze Szene mit diesem, ja, Kerker ist es ja nicht, aber dieser höllengleichen Vision, die wir da sehen? Also im Schuppen an der Train Station, also an der Monorail Station, das war also für mich der Höhepunkt vom Buch. Das war, die Szene hatte im Grunde alles. Hatte das Tyler, ist in dem Grund gut, er hat jetzt nur in der Szene wirklich was gemacht, aber da fand ich es dann richtig gut geschrieben, so der kleine plucky Underdog gegen das große, fiese Burnside-Viech. Gut, jetzt in der 85 Jahre alten alten Mann, aber egal. Und das war auch eine für mich so körperlich tief befriedigende Szene. Also das war für mich der Höhepunkt im Buch.
Jonas? Ja, dem kann ich mich eigentlich so anschließen. Es war halt, ja, es passierte was. Und Tyler hatte auch auf einmal auch, ja, Charakter und war nicht nur ein kleiner Junge, der vergessen hat, seine am Gewinnspiel teilzunehmen. Na, mir hat halt tatsächlich auch an dem Teil ein bisschen die Atmosphäre gefallen. Also eben so dieses, wie wir diese Brecherkolonie und so weiter. Das ging schon, das war schon nicht verkehrt. Aber es war halt wirklich der einzige Teil im Buch, der gut war. Ja, sehe ich auch so. Und zu dem Zeitpunkt war mir das Buch schon egal, sodass es das für mich auch nicht mehr retten konnte. Ja, also retten auf keinen Fall, aber es hat mich zumindest ein kleines bisschen versöhnt. Ja. Und wie steht ihr zum richtigen Ende? Also, dass Jack dann angeschossen wird und so und dann in den Landen leben muss und wie gesagt, mir hätte das Ende so viel besser gefallen, hätten wir ihn über Wendel irgendwas angehängt oder irgendwie was. Aber so war das vollkommen unbefriedigend für mich. Ja, schon. Das war seltsam. Sag ich mal. Ich hätte mir auch was anderes besser vorstellen können. Mir hätte was anderes besser gefallen, aber ich wüsste jetzt auch nicht genau, wie. Ja, es wäre ein cooles Ende gewesen für ein anderes Buch. Ja, genau. Aber hier ist es wieder so eine Idee, die wieder nicht zu den anderen passt. Ja, war wieder so ein Non-Sequitur. Vielleicht hätte jetzt wieder keiner der Autoren eine Ahnung, wie man dann das mit Julie in dieser Welt auflöst und dann sagt, na gut, dann lassen wir halt, wenn wir das lose Ende nicht abbinden können, dann lassen wir Jack halt drüben. Damit ist das auch geklärt. Also ich weiß es nicht. Es wirkte auch etwas hingehudelt auf mich, ja. Gut. Habt ihr jetzt zum reinen Inhalt noch was zu sagen? Ich nicht. Okay, dann... Ja, ich gucke gerade nichts, was wir nicht auch in den Verknüpfungen dann machen können. Dann würde ich auch jetzt in die Verknüpfungen gehen. Wir haben ja schon gesagt, dieser Bahnhof, wir treffen auf Blaine und Patricia. Wir haben einen direkten Hinweis natürlich auf den scharlachroten König und sein rotes Auge. Wir haben selbstverständlich die Brecher. Und, das fand ich ganz hübsch, auf dem Weg sind mit Kreide gezeichnete, verblassende Kästchen von Himmel und Hölle spielen. Und die Schwestern von Eluria, die haben ihre eigene Geschichte. Bald, Jonas, bald. ja, außerdem gibt es den schönen Satz, alles dient dem Balken. Wir haben wieder ein K. Wir haben theoretisch sowas wie ein Quartett. Ja, wir haben den verrückten Ungar. Ja, ein stimmt. Name, der in Glas auch nochmal auftaucht. Siehst du, den hätte ich zum Beispiel schon wieder vollkommen vergessen. Also es ist viel, das... gut, wir haben eine Rose. Auch das. Das war jetzt ein Punkt, der mich jetzt auch wieder ein bisschen gestört hat, was aber wahrscheinlich dann halt jetzt dran liegt, dass ich im Gegensatz zu euch jetzt nicht alle Dark Tower Bücher vorher jetzt gelesen habe. Da habe ich mich dann oft ein bisschen in Infodump ohne Erklärung. Und dann hier dieses und jenes, wo ich dachte, gut, hätte ich da zur Vorbereitung jetzt noch ein, zwei andere Bücher lesen sollen, um zu wissen, was da passierte, da habe ich mich dann auch so ein bisschen verloren gefühlt teilweise. Wie ging es dir da, Jonas? Weil, also ich würde sagen, Atlantis ist gerade eins, das man hier vorher gelesen haben sollte. Ja, das macht Sinn, vor allem, weil man halt den alten Mann, dessen Namen ich vergessen habe, der wird ja auch erwähnt. Und Ted Brodigan. Genau. Also ich fand's gut, dass ich halt jetzt, ich sag mal, bis zu dem Zeitpunkt alle Dark Tower Bücher kenne. Und das hat mir gefallen, die ganzen Querverweise. Das ist was ich eigentlich immer mag. Okay. Wenn man, ja, mehr oder weniger Insiderwissen hat, sag ich mal. Dann gibt's natürlich noch paar Querverbindungen nach außen. Zum Beispiel wird dieses schwarze Haus beschrieben als, es gibt ein paar Seele, die insgesamt gewiss größer sind als das gesamte Haus, in dem sie sich verbergen. Und da möchte ich einen Literaturtipp geben. Das Haus von, ich glaube, Daniel Z., aber das weiß ich nicht, Daniel Lewski. Ich weiß nicht, wer das schon gelesen hat. Eines der ganz wenigen Bücher, die man dringend als Papierbuch braucht, weil das ein sehr interaktives Buch ist.
Das wollt ihr lesen. Das ist großartig und das ist das viel bessere Buch. Ja, aber das ist doch einfach die TARDIS aus Doctor Who. Nein. Ja, ich weiß. Ja, wir haben aber auch noch andere Querverweise. Also Atlantis haben wir ja schon genannt. Wir haben aber auch die Augen des Drachen wieder. Mhm. Weil Speedy Parker hat einen Papagei, einen zweiköpfigen. Und das ist genauso einer, wie Fleck in die Augen des Drachen hat. Und wir haben eine Querverbindung zu Sturm des Jahrhunderts, weil der Fisherman über sich selbst sagt, mein Name ist Legion und wir sind viele, also das Bibelzitat. Und das hat in Sturm des Jahrhunderts auch Linoche gesagt über sich. Ja. Und ansonsten natürlich gibt es noch Verbindungen zu merkwürdigen Häusern. Das haben wir zum Beispiel in einer der Weihnachtsfolgen mal besprochen, Rose Red. Aber zum Beispiel auch so Sachen wie das Hill House von Shirley Jackson, auf das sich King ja schon mal in das, nicht in das Leben und das Schreien, sondern in Dance Macabre bezogen hat. Also das fand ich, das kommt hier schon ein bisschen durch. Und natürlich haben wir hier eine Zauberer von Oz-Anspielung und die wiederum ist dann wieder eine Anspielung auf Glas. Und wir haben eine Anspielung auf, über Umwege auf Brennen muss Salem. Der Country-Sänger Dick Curless, der in diesem Buch vorkommt, so am Rande mal, ist der Hausmeister von Pater Callahan gewesen. Ach, das ist nett. Ja, und der ist dann irgendwann nach Portland gezogen und ist Musiker geworden. Und da ich nicht spoilern will, verrate ich nicht, dass wir Callahan nochmal wiedersehen. Das hast du, glaube ich, schon bei Brennen was Seinem gespoilert. Ja, aber du vergisst das ja so, wie ich das vergesse, dass ich das gespoilert habe. Scheinbar nicht. Verdammt. Da ist wirklich eins der Dinge, wo ich immer dran denken muss, wenn wir irgendwie über den Turm reden. Oh, ich bin so gespannt, wie du ihn finden wirst. Ja. Gut, habt ihr noch Querverbindungen oder sind wir fertig? Ich hab nichts mehr. Gut, dann würde ich sagen, habt ihr denn Zitate für dieses Buch? Nein, habe ich nicht. Ich habe extra nochmal nachgeschaut, aber ich habe mir nichts markiert. Okay. Kiki? Ich hatte nur das, über das ich geschrien habe. Sonst war da auch nichts sehr Memorables drin. Okay. Flo? Ich habe gerade auf meinem Handy gesucht, weil ich habe angefangen, Zitate zu fotografieren. Und ich habe nur eins, das ich lustig fand. Sie haben wahrscheinlich noch nie von CDs gehört, sagt Pete. Die sind nämlich der neue große neue Fortschritt. Okay. Ich habe ein paar, aber auch da für dieses Buch echt weniger. Und ihr wisst, wie ich sonst bei Zitaten bin. Ich bin eine Ratte unter dem Fußboden des Universums. Den fand ich großartig, damit kann ich mich sehr gut identifizieren. Ansonsten, ich hatte ein Cadillac, hatte eine junge Frau, die mich an Freitagabenden bedient hat. Nette junge Frau, keine Probleme. Dann habe ich alles verloren. Das Einzige, was mir echt leid getan hat, war der Cadillac. Der war bequemer als die Frau. Ach. Und als letztes, und da war der einzige Moment, wo in diesem Buch der nötige Pathos durchkam, dass er siegen muss, heißt doch lange nicht, dass er auch siegen wird. Auch stolze Weltreiche und ehrwürdige Epochen sind schon in den Staub gesunken. Und der scharlachrote König kann aus dem Turm ausbrechen, in einer Welt nach der anderen wüten und überall Chaos verursachen. Gut, das wär's von meiner Seite. Flo, wie sieht's denn hier aus mit Verwertungen? Tja, es gibt erstmal fangen wir an. Es gibt ein englisches Hörbuch. Es es gibt kein deutsches Hörbuch, oder? Nein. Nein, ich glaube, genau. Eine Daisy-Version, aber. Ja. Genau, das war es so rum. Und ja, es gibt wohl den Versuch, daraus einen Film zu machen. Da hat wohl auch Akiva Goldsman mit am Drehbuch schon geschrieben. Das ist der A Beautiful Mind geschrieben hat und solche Sachen. Aber ich weiß nicht, ob zum Glück, aber es ist noch nichts entstanden daraus. Ich möchte das nicht. Wirklich nicht. Etwas, das man leider über die meisten Verfilmungen sagen kann. Ja, gut. Ansonsten war's das, ja? Vielleicht noch ein interessanter Fakt, dass die deutsche Übersetzung ein bisschen näher
an der eigentlich geplanten Originalversion dran ist als die US-Veröffentlichung. Mhm. Denn da sind vorher so ein paar Absätze rausgestrichen worden, bevor das Buch veröffentlicht wurde. Und die sind aber schon mit übersetzt worden. Ah, okay. Mhm. Das englische Hörbuch ist übrigens auch in dieser Hinsicht ungekürzt, weil auch das schon eingelesen wurde, bevor man das rausgeschnitten hat. Weil wir für dieses Buch was brauchen und das ist noch mehr Schwachsinn. In dem Buch wurde gekürzt? Ja, nicht genug. Ja, das Buch ist unter den Top 10 der längsten Romane von King. Ich weiß nicht, ob man es da wirklich reinzählen kann. Mhm. Aber, also als King-Werk. Und was mich etwas schockt, ist, dass es den Deutschen Fantastikpreis gewonnen hat 2003 und auch für den Bram Stoker Award nominiert war. Und auf Platz 1 der New York Times Bestsellerliste war. Ja gut, die Wochen. New York Times veröffentlicht halt, das gilt halt nicht. King hat während einer Lesereise 2014 gesagt, dass es einen dritten Teil geben soll. Auch wieder mit ihm und Straub. Nein, bitte nicht. Es ist ein Projekt, das seitdem immer mal wieder erwähnt wird, aber wohl nicht in Arbeit ist. Gott sei Dank. Wenigstens eine gute Nachricht. Und ich habe mir natürlich auch diverse Rezensionen angesehen, internationale. Und ich war echt überrascht, wie positiv dieses Buch bewertet wird. Die haben einen Jonas, der für sie arbeitet. Jeder sollte einen Jonas haben. Das unterschreibe ich. Gut, aber nicht mein, das ist mein Jonas. Gut. Wollen wir zu den Bewertungen kommen? Ich würde sagen, Kiki, fängst du an? Wie gesagt, die Skala ist immer noch 0 bis 19. Genau, diesmal hatte ich es nicht wieder vergessen. Ja, und die Überlegung war jetzt, ich hatte dann auch überlegt, es ist eine ganz okaye Story, trotz aller Fehler und trotz, dass es mich teilweise aktiv genervt hat. Also, jetzt gut, die 19 hatte ich behalten, aber wie ich ansonsten im Spektrum lag, weiß ich nicht. Ich hatte mich aber entschlossen, dann das Ding gerade mal eben ins Zweistellige zu hieven, also eine 10. Okay, das ist mehr, als ich erwartet hätte. Flo? Ja, ich bleibe einstellig. Ja. Ich habe nachgeschaut, was ich dem Talisman gegeben habe, weil ich denke, damit kann man es am ehesten vergleichen. Und ich hatte damals 3 von 19. Mhm. Und dann habe ich überlegt, was hat mir denn hier gefallen? Und es waren tatsächlich nur einzelne Szenen und einzelne Aspekte, aus denen man hätte gute Geschichten machen können, aber in Verbindung, so wie sie halt hier zusammengeschrieben wurden, hat es mich überhaupt nicht gepackt. Ich glaube, ich bleibe bei 3. Ich kann mich nicht dazu durchringen, eine höhere Bewertung zu geben. Ich schließe mich da vollumfänglich an. Ich bin auch bei 3 von 19 Punkten gelandet. Wobei ich ehrlich sein muss, ich habe zwischen 2 und 3 schon geschwankt. Die 3 gibt es dann tatsächlich für Henry. Es ist ein meiner Meinung nach grauenhafter Stil. Sobald 5 Seiten okay sind, kommen 50 nervige hinterher. 2/3 des Buches sind völlig austauschbar und irrelevant. Es gibt 2 oder 3 berührende Szenen, aber die sind halt die gesamte Qual nicht wert für das gesamte Buch. Also ich bleibe auch bei 3 von 19 Punkten. Ich weiß nicht, wie viel ich im Talisman gegeben habe, es war aber garantiert auch nicht viel mehr. Jonas, du hast das letzte Wort. Ja, ich fand, mich hat das Buch nicht genervt. Nicht wirklich. Es gibt keinen Spannungsbogen, das ist soweit wahr, aber es gibt halt, viele Szenen, die für sich genommen eigentlich ganz in Ordnung sind. Ich mochte die Biker, ich mochte Henry und ich fand, das war ein sehr schönes Suchbild, um zu sehen, ach ja, davon hast du da gehört und davon in dem Buch und diese ganzen Querverbindungen zu entdecken, das hat mir eigentlich ziemlich Spaß gemacht. Ich glaube, das ist das Ausschlaggebende bei diesem Buch für mich und deswegen gebe ich 12 Punkte. Wunderbar, ich danke dir. Und ja, ich glaube, unter dem Aspekt kann ich das auch akzeptieren. Wenn man daran noch Freude hat aktiv, ich meine, Flo und ich sind da, glaube ich, ein bisschen vorgeprägt, logischerweise. Aber das kann ich nachvollziehen, ja, auf jeden Fall. Ich habe auch überhaupt nichts gegen schlechte Geschichten. Ich liebe Trash, wenn er gut gemacht ist.
aber hier hat mich das weder von der Story noch auf emotionaler Ebene mitgenommen und auch nicht, das ist ein Zugunglück, das dem man zugucken muss. Das hat auch nicht geklappt. Es war mir einfach zu langweilig. Und das war, glaube ich, das Problem. Wenn ich mich langweile, kann ich es nicht gut bewerten. Ja, ich habe auch beim Bewerten, muss ich dazu sagen, auch extra, mich habe ich hier auch in meinen Notizen stehen, ich habe versucht, extra die Enttäuschung wegzulassen, dass das Fortsetzung bei Talisman zum Talisman eher so ein bisschen ist, das ist wie diese Direct-to-Video-Filme, wo weder der Originaldarsteller noch der Originalautor irgendwas damit zu tun haben wollten, aber man halt die rechte Verwerter da noch was draus rausquetschen wollten und deswegen heißt das dann XY2. Also so in dem Sinne als Fortsetzung und das habe ich halt versucht rauszustreichen, diese Enttäuschung, weil ich dann dachte, die Story an sich ist ja auch gar nicht mal, die Story selbst ist gar nicht mal schlecht. Okay, dann bedanke ich mich ganz sehr bei euch fürs Dabeisein. Ich bedanke mich bei euch, liebe Hörer und Hörerinnenschaft. Es war wie immer schön, dass ihr da wart. Und bei uns wird es demnächst weitergehen. Wir sind noch nicht so ganz sicher, wie es jetzt in diesem Jahr verläuft mit dem Sendetermin. Es wird auf jeden Fall noch eine Jahresendfolge geben. Und ja, entweder gibt es dann noch eine oder eben nicht. Das werdet ihr sehen. Also auf aktuellem Stand würde ich sagen, die eher nächste nicht. Folge erscheint im nächsten Jahr. Auch mit einem besseren Buch. Genau. Und wir haben ein Special für euch wieder in Arbeit. Und dann kommen auch erstmal einige Kurzgeschichten. Das heißt, wir waren dieses Jahr ein bisschen zäh mit unseren Veröffentlichungen, aber ich denke, dass wir dann so doch wieder ein bisschen schneller werden könnten. Genau. Und alles ohne Versprechen, aber wir geben uns Mühe. Genau, so wie jedes Jahr. Aber ihr kennt uns mittlerweile lang genug. Und wenn ihr diesen Podcast schon seit 3 Jahren mittlerweile hört, dann werdet ihr das auch weiterhin tun, nehme ich mal an. Wenn ihr nicht nur hören wollt, sondern auch mitmachen möchtet, dann könnt ihr das gern tun. Ihr braucht nichts weiter, ihr braucht bloß ein Mikro oder Headset oder irgendwas und Teamspeak. Wenn ihr die Bücher nicht habt, die ihr mit uns besprechen wollt, das ist kein Problem, dann müsst ihr uns nur rechtzeitig Bescheid sagen und wir würden dann dafür sorgen, dass ihr mit der Quellenlage versorgt werdet. Genau. Wenn ihr mitmachen wollt, ihr guckt einfach auf die Leseliste, welche Bücher noch nicht durchgestrichen sind, beziehungsweise welche Bücher noch nicht versendet sind. Und wenn ihr da einfach mitmachen wollt, meldet euch einfach auf Twitter oder über die üblichen Kanäle. Und falls ihr nicht mitmachen wollt, aber trotzdem eine Meinung zu einem Buch habt, oder zu uns Bescheid. Ja, dann wir versuchen das irgendwie einzubauen. Und, liebe Dela, wir machen das schon seit 4 Jahren. Oh Gott, ich versuche das immer noch zu verdrängen. Gut, in diesem Sinne, ich danke euch allen fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine wunderschöne Weihnachtszeit. Schlagt niemanden tot. Und lasst es euch gut gehen. Bis dahin. Tschüss. 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 Ciao.